Oh, ich finde unsere Hexenkostüme schön. Hallo, Hexer! Zauberer. Müsst ihr korrekt bleiben? Nee, Magier, beziehungsweise Zauberer. Oh nein, es ist alles dunkel geworden. Hexe. Hexe, Hexe, Hexe. Verbreiten Sie. Hexer! Nein, das ist eine Hexe. Und warte, ist Yoshi eigentlich männlich oder weiblich? Yoshi ist männlich. Es liegt aber ja, also ist es nicht eigentlich denn weiblich? Sie sind ja nicht befruchtet. Da schlüpfen schon Yoshis raus, teilweise. Ich glaube, sie könnten beide Geschlechter haben. Yoshi ist Hexe! Yoshi ist ein Splitter! Wolltest du nicht Toad vorlesen? Oh, sorry. We have run into Powerland! In this haunted forest, cottages line the path and ghosts gather after nightfall. We're the magic of truth and justice when venturing through the forest. And justice? Ich bin dunkler Zauberer, hallo, was wollt ihr von mir? Gerechtigkeit. Is to defeat Wizard Bowser, a resident of the haunted forest. He probably become the super... Superstar. Ist es nur ich oder sah der Bowser einfach aus, als wäre er aus Harry Potter abgehauen? So ein bisschen, ja. Ich bin mal nicht letzter. Weiter. Ich bin zumindest vorletzter. Ich werde nie. Sunny fängt da an, wo er gerade aufgehört hat. Als letztes. Out to Kai. Für euch, liebe Zuschauer, diese Aufnahme ist genau nach der letzten. Ich liebe es, wie die Toad aussieht. Also nach der ersten Mario Party 1 Aufnahme. Ja, wir nehmen immer beides direkt am Stück auf. Hier gibt's jetzt übrigens Items, Akaya. Und man kann sich gegenseitig verprügeln und... Baby Bowser, nicht Bowser Jr., Baby Bowser, da steht's nochmal. Der sieht ja richtig weird aus. Der bewegt sich mit dem Stern, der nimmt immer den Platz vom Stern ein. Na dann, Luigi, go! Ey, seid froh, keine Random-Blöcke. Go, go, Gadget. Na, immerhin verlief keine Münzen an die Bank. Ich aber. Das habe ich nicht verdient. Doch. Die sind alle noch mad von der letzten Aufnahme, Leute. Das ist einfach Karma. Ja. Wir sind so recht salzig. Also bisher habe ich eine Winstreak von 3. Gleich erweitert die sich auf 4. Da ist ein Shop. Ah, hier gibt es wieder diese Türen. Ich will nach oben. Nee, nicht nach oben. Doch, nach oben. Nach oben. Nee. Du hast nicht genug Geld. Die haben mich einfach abgewiesen. Was ist mit der Kunde ist König und dem Scheiß? Wenn du dir nichts leisten kannst, die sagen dann auch raus mit dir. Willst du nicht lieber Richtung Stern? Ja, ich guck grad nur... Du würdest im Kreis laufen. Ich weiß nicht, was die Fragezeichenfelder machen. Ich habe hier genauso viel Wissen wie ihr. Shining, soll ich immer sagen, was die Fragezeichenfelder machen? Die sorgen für einen Bonusstern. Shell shocked. Oh, wir wechseln das Spiel. Ja, wir spielen jetzt Shell Shock anscheinend. Captain, an all-out duel. If you get hit twice, you're shell-shocked. Move, great shot, lob shot. Das ist Fixed Aim. Loop Shot ist, dass man über irgendwie so über Bande schießt. Warte mal, you can quit the game? Achso. Press the Z-Button to fix your aim in one direction and move in another. Ah! Ah! Dann kann ich jetzt sagen, hier will ich meinen Aim fixen und dann kann ich mich drehen. Okay. Was und der Loot Run ist, damit man über das Teil drüber schießen kann. Ja. Ja! Hey! Erstmal richtig in mich reintreten. Du bist da hinten! Es ist schön, wenn ihr alle aufeinander geht und ich nichts machen muss. Ich hab doch gesagt, wir sollten auf Yoshi treten. Die haben vor der Aufnahme noch gesagt, die wollen alle nicht reintreten.
Ja, standet mir einfach die ganze Zeit im Weg. Ich hätte freie Schiffbahn gehabt, aber ihr standet mir einfach die ganze Zeit im Weg. Ich hab die Besteuerung nicht gecheckt. Sollen die sich doch streiten, ich sah ihn so lange ab. Komm, du kommst ja weit voran, Steinig. Hey, ich hab mehr Münzen als ihr beide zusammen. Nee, du hast genauso viele Münzen wie wir beide zusammen. Kann es sein, dass der Bomb wieder 10 Münzen kostet? Ja, glaub schon. Wahrscheinlich schon. Da kannst du auch nicht dran vorbei. Obwohl, doch, du kannst. Wario hat ihn aus dem Weg geschafft. Aber du kannst ihn ja. Trotzdem nicht leisten. Yes! Nein, nicht das schon wieder. Ich knack deinen Rekord wieder. Ach, das. Ja, nur mit einer anderen Strecke. Also, das ist das Derby mit einer anderen Strecke. Ich glaube, hier kann man endgültig runterfallen. Oh, guck mal, wir haben eine KMH-Anzeige. Wie hast du diesen Turbostart gemacht? Das wüsste ich auch gerne. Oh, leck. Ja, ich hatte auch gerade. Okay, man kann nur Unfälle bauen, man kann nicht runterfliegen. Ich fahre einfach konstant. Die bauen Unfälle und ich fahre einfach durch. Ich baue keine Unfälle. Ah, jetzt habe ich einen Unfall gebaut. Ich will nichts sagen, aber ich gewinne jetzt. Komm. Nein! Ja! Ich bin noch vorbeigerauscht! Kurz vom Ziel noch gefehlt. Kurz vom Ziel kam Wario noch vorbei. Ich hab die perfekte Geschwindigkeit gefunden, aber viel zu spät. Ich hab eine Geschwindigkeit gefunden, die keine Unfälle baut und trotzdem schnell ist. Sagen Sie so, gegen den Wario, der einfach komplett rücksichtslos auf die Ziellinie zufährt, bringt das auch nichts. Du willst kein Item? Nö. Boah, leck das wie. Wer von euch hat gerade die Bambusleitung? Keine Ahnung. Sagen wir es mal so, vielleicht ist es mein ach so toller Internetanbieter, der mal wieder irgendwie ein Zehntel der Leistung abgibt. So, was gibt's denn überhaupt im Shop? Mushroom und ein Skeleton. Der Kim macht die Tür für dich auf und der Mushroom macht einen Extrawurf. Nee, echt? Das ist ja neu. Also, der Kim. Ja, ein guter, ich meine, mit dem Feuer ausgegeben habe. Klaut dir jetzt trotzdem nochmal 10 Münzen. Wo ist das Chance Time? Oh nee, Junge, jetzt kriegt ihr auch noch einen Bonus dafür oder was? Oh! Och nee, hey, nicht da! Chance time! Aim for the complete verse of fortunes in this lucky game! Good luck! A ready chance time start! Komische Teil, Irgendwer darf jetzt an Bowser alle Münzen abdrücken. Na toll! Wie viele Münzen möchtest du abdrücken? Am liebsten keine? Alle! Mal 3? 3 Münzen. Drück doch selber Münzen ab, du Sack. Weißt du, ich drück drauf und geil darf abgeben. Das ist nicht fair. Das ist sowas von fair. Das ist nicht fair. Das wie heißt es so schön? Fair share und so ein Kack? Das nennt sich Karma. Ja, das Karma wird dich noch einhüllen. Kannst du ihn nicht leisten. Ja, du mich auch. Alle auf Yoshi. Warum wollen die immer nur alle auf mich treten? Ruf du den Wenn du es verdient hast. Ganz einfach. Wir wollen dir Karma zeigen. Ja, das ist das, wo ich euch die Dance Moves vorgeben darf. Och nee. Oben, unten, links, rechts, A, B oder Z, 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 L. Och nee. Das hatten wir letztes Mal. Ich will nicht. A, Z.
Warum krieg ich nur 4 zur Vorgabe? Ding. Einer ist schon mal raus. Ich glaube, Richtungen sind am fiesesten. Links. Set. Fuck. Ich wusste nicht mehr was. Aber es war Z. Verdammt, Z. Nein! Ah. Ja, danke. Warum, Luigi? Ich wusste das Z nicht mehr. Ich hatte es. Oh. Einfach irgendwo mitten zwischen, in Richtungstasten einfach einen Buchstabentaste verstecken, ne? Das Mastermind hat einfach gecarried. Wenn es die Spiele versteht, carried es auch. Was passiert? Ah! Die Nacht wurde zum Tag. Und was verändert das? Nix. Keine Ahnung. Ich wette, es macht irgendwas nicht auf dem Game. Leute. Ich kann dir nur absolut nicht sagen, was. Toll, jetzt kann ich mir auch den Stern nicht leisten. Oh. Ah, Karma. 2, 4, 6, 8. Och nee, was will der hier? Ich will den Buhu. Achso, na, das funktioniert aber nur bei Nacht. Das und jetzt ist wieder nach. Also. Ja, ich kann Buhu holen, geil. Ich hab nix. Hier kostet das Klauen wenigstens was. Ja. Ich hab nix. Mir egal, ob du nix hast. Ja, die einfach alle Münzen abgenommen. Okay, ich weiß, wen ich fokusse. Oh, das tut weh. Ich hab nichts zu verlieren. Ich hab nichts zu verlieren. Das ist jetzt unfair. Battle Game. Faithless. Oh no. Yes. Das ist jetzt echt unfair, ganz ehrlich. Einfach nur Perfektion bringen. Ja, die Perfektion, die ich vorher hatte. Oh, wow. Wer auch nicht war, Luigi, wer als andere. Moment, wo bin ich? Ich bin der Obere. Leck. Mit dem Mund bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, so müsste richtig sein. Ich habe die Perfektion. Ich glaube, ich auch. Das ist auf jeden Fall sehr schön, das Gesicht, was wir dir gezogen haben, Akaya. 100! Nein! Wieder die Perfektion. Nein! Ich habe die Nase nicht hoch genug gezogen. Ich habe auf Ansage wieder Perfektion gebracht. Ich konnte nur gewinnen! Und ich habe auch 5 Gewinne gemacht. Ich hatte nämlich nur Münzen dank den Dreckigen. Und jetzt kann ich den Packstern nicht mehr leisten. Mir das auch nicht gegenseitig. Es ist so schön. Tja, ich bin halt der Perfektionist in diesem Game. Das Langziehen der Gesichter, das kann ich gar nicht. Ich habe bei einer Folge sogar schon gelesen. Oh. Das ist der Tag, an dem der Krieg zwischen uns entstanden ist. Ich kann den Wump in der Nacht nicht bewegen. Das ist interessant zu wissen. Ach so, wenn du an dem Wump vorbei willst, dann muss es Tag sein. Ja. Honeycomb Havoc. Dann hat es ja Sinn, so einen Tag Nachwechsel zu machen. Ja. Sunny? Also, warte mal. It's a hit take as many fruits as the number shown. Avoid the honeycomb to be the last one left. Jump. Count the fruits to avoid the bees. Quick preparation will keep you from trouble. Okay. Okay. Einfach nur denken, okay. Gar nicht. Ach so, wir müssen im richtigen Moment drücken. Ah. Das Ding wird bestimmt schneller. Momentan, wenn wir ja die 2 haben, ne?
Da habe ich zwei Münzen abgesnackt. Das war ein Fehler von dir. Okay, ich muss mir eine 1 gönnen. Wow. Kai, gern geschehen. Ich glaube, mit der 2 kannst du aber avoiden. Na, glaube ich nicht. Nee. Ey, ne, das ist ja so gemein, das Game. Das ist so dämlich gemacht, dieses Spiel. Der Würfel bewegt sich so langsam, der erste, der rausfliegt, hat eigentlich noch, kann nur verlieren. Oh nein, wenn die es richtig machen, krieg ich jetzt die Biene. Okay, Kaya kriegt die Biene, wenn wir es richtig machen. Sunny kriegt die Biene, okay. Warum sollte ich? Siehst du? Du konntest dich jetzt, konntest jetzt aussuchen, wer von uns beiden die Biene kriegt. Ja, ich hab doch gesagt, ich weiß, wen ich fokusse. Was ein Witness-Spiel. Wenn der Würfel sich wenigstens schnell bewegen würde, dann könnte man das zumindest ein bisschen auf Zufall schieben. Aber so ist das ja mehr als gammelig. Egal, was du machst, du kriegst die Bienen. Nein, du kriegst die Bienen. Du kriegst die Bienen. Nein, ich will sie nicht. Nimm sie. Dann nehme ich wenigstens noch das darauf folgende. Da kommt nicht drauf. Ja. Hält aber das Spiel lang. Aber es macht irgendwie Spaß. Du musst halt denken. Das Spiel war gammelig ohne Ende. Ich weiß, denken kannst du nicht, aber... Junge, du brauchst auf den Null Hirnschweiz. Also muss ein bisschen gucken, wie machst du das mit Würfeln, ob ich ein Er kann sich den Stern nicht leisten. Der Arme rennt sehr laut. Ich und der komische Affe sind die einzigen, die sich Sterne leisten können. Jo. Ich und der Fettsack neben mir sind die einzigen, die sich Sterne leisten können. Die beiden Fettsäcke sind die einzigen, die sich leisten können. So, ich zieh von dannen. Von hinnen. Zum Glück ist heute kein Freitag, weil die 13 wäre dann wohl nicht ganz so gut gewesen. Du hast... Warum? Ach nee, das war der andere. Ich wollte gerade sagen, warum ich? Er hat den einen Kram geklaut. Dann kannst du dir keinen Stern leisten. Ich bin eh am Stern vorbei. Ja, dann kannst du den dir nicht leisten. Darum geht's mir. Eventuell komme ich an noch einem Buch vorbei. Das ist so schöne Münzen. Hallo. Oh. Hallo. Oh. Das war Luigi übrigens. Kein Fighting Game? Das war nicht ich, das war Luigi. Du hast nur diesen Denkfehler, weil wir dieselbe Farbe haben. Klar, ich sehe genau den Dino neben mir. Und nochmal 5 Münzen. Ey, sei froh, ich hab deine Münzen. Ich hab deine Münzen vor dem Untergang bewahrt. Die sind in guten Händen bei mir. Bei mir sind sie in guten Händen. Dann komm, trotzdem abgeben. Mich hätte interessiert, was das oberste war. Dann wird's wahrscheinlich mehr Sterne auf der Karte. Guck mal, ihr winkt sie doch ganz nett. Ja, ja. Alle in den Affen treten! Alle reintreten! Alle in den reintreten, der eh nichts hat. Zählt so. Immer auf den Armen. Nein, er kann uns treten. Power Turbine. Put the rivet in the track and all off. Okay, und wir? Achso, einfach rennen und springen. Warum müssen wir springen? Weil da wahrscheinlich Hindernisse auch auftauchen. Okay, Abfahrt. Wir können noch mal hochspringen, falls wir runterkippen. Das Minispiel kommt mir sogar bekannt vor. Hilfe, ich bin doch kein Hamster! Ich bin kein Hamster! Nein! Lauf, Fettsack! Lauf, du Fettsack! Lauf! Mach Sport! Der Fettsack, der holt euch das Ding nicht! Du solltest Sport machen! Lauf, dann lauf!
Ich bin aber nicht für meine sportlichen Aktivitäten bekannt. Guck mal, du hast doch deine Münzen, die ich dir geklaut habe, wieder. Ich weiß nicht, was du hast. Nein! Du hast mir mehr geklaut. Ich wollte eigentlich Vario bestehen, das war ein Denkfehler. Wann ist es Tag geworden? In der Runde jetzt. Achso, das wechselt sich auch mit jeder Runde. Ich glaub immer nach zwei Minispielen, nach zwei wechselt sich das so nach einer. Ach, schade, warum nicht ein Feld mehr? Nein. Er hat mir das aber verdient. Nein, hast du nicht. Nein, ich hätte Buu nutzen können. Was ist das denn? Ich bin so ready to warp you to it. Wo bringe ich das hin? Keine Ahnung, ich mach mal. Ich hab ja das Geld. Oh Gott. Ja, Magic! Ich benutze meine Magie! Die gute Magie. Hi! Hidden Block. Oh ja. Und er kriegt seine Münzen einfach direkt zurück! Ich krieg sogar doppelt zurück. Was soll das denn? Es hat sich gelohnt. Und vor allen Dingen, hat er nicht sogar die Bank geskippt? Yep. Die eine? Shining. Jetzt muss er nochmal. Shining, sowas nennt man Investition. Das nennt man Bescheißen. Das nennt man Investition. Bescheißen? Ich hab 10 ausgegeben, um 23 zurückzukriegen. Leute, das war Beschiss oder nicht? Ja, schon irgendwie. Warum? Ich hab 10 ausgegeben, um 23 zurückzubekommen. Okay. Investition. Einfach Arschbomben auf die Bilder machen, das muss das in der Mitte geben. Und wie macht man Arschbomben? A und dann ZL. Okay. Nein! Das Falsche! Zwei noch! Ich bin beim letzten! Ja, das war's. Oh, Kai war so knapp hinter mir. Ich bin nur einmal falsch gelaufen und hab's damit zerlegt. Ich bin einmal falsch gearschbummt. Bei dem Game ist wirklich einfach nur, wer bessere Inputs hat gewonnen. Oh, das ist ein anderes als bei dem Piratenland. Natürlich. Nein, kannst du den Duellhandschuh bitte holen? Ich will wissen, was das Duell hier ist. Ja, wahrscheinlich einfach nur wie das andere, nur mit Steal an Item, Baby Bowser into Bowser, Duell, Change Places. Ich glaube, damit kannst du einfach direkt klauen. Also ich würde wirklich gerne das Duell-Item hier sehen. Weil das ist ja auch bei jeder Map anders, das Duell. Handschuh. Falls den haben jetzt. So. Warum willst du die Kiste? Der Handschuh war oben rechts. Ich wollte aber die Kiste. Also da ist ja wirklich einfach, sich ein Item rauszusuchen. Ich habe da überhaupt nichts gecheckt. Du musst es einfach nur gucken, in welcher Kiste das ist, was du haben willst. Hier, bitte nein. Na, komm schon! Ah, was hast du nicht mehr verdient? Investition war's, oder? Das lass es nicht auf mir sitzen. Ich hab eine Münze mehr! Und er zahlt wieder ein! Jetzt zieh ich noch den weißen Handschuh durchs Gesicht, glaub mir. Oh, das will ich sehen. Die Herausforderung nehme ich an und dann zieh ich dir alle Münzen ab. Ich gehe dann all in. Ich gehe all in, Junge. Du kannst nur den Maximale nehmen, die du hast. Oh, guck mal, da wären die Handschuhe sogar. All in. Ich will sie haben. Und er kann sie nicht kaufen, der arme Affe. Scheiße. Ja, aber wir müssen kaufen. Von wem wohl? Kann ich mit dem Duellhandschuh eigentlich von überall aus jemanden den links? Go. Warum gehst du nicht nach links? Da war der Stern. Ist mir egal, ich bin von dem Bowser. Aber da war kein Bowser, kannst mir vertrauen. Dizzy Dancing, yay. Oh, yeah, Dance.
Oh ja, ich dance schon mal. Oh, das spielt schon wieder. Oh, man kann sich gegenseitig vermöbeln. Ja, man muss sich runterprügeln. Donkey Kong und ich haben uns direkt schon aufs Maul gehauen. Hilfe. Die haben nur Böses vor, Leute. Das wird... Nein! Ach, verdammt. Was? Invertierte Steuerung ist so dreckig. Ja. Ich wüsste nicht mal, was das Ziel des Spiels war. Note holen. Wow. Ja, jetzt bringt sie mir auch nichts mehr. Mann, das ist eine hohe Zahl. Hätte es nie einem weniger gehen können, dann hätte ich Münzen kriegen können. Aber kann ich den weißen Handschuh dem Yoshi von überall aus der Map durchs Gesicht ziehen? Du kannst ihn nicht aussuchen. Du kannst es dir aussuchen. Konnte man? Ich meine nicht. Ich meine, oder? Nein, ich will nicht. Oh, nicht. Plunder Chest, Golden Mushroom. Ja genau, nur deine Kiste, um Kais Kiste zu klauen. Ich nutz den Mushroom. Oh, der nimmt die drei Würfel, ist auch nicht dumm. Jetzt bewegen die sich nicht, ne? Ah, kacke, der steht sogar gut. Ey, come on! Ja! Come ja. on! Ja, nee, ist klar. Beschiss! Das ist beschiss! Nö, alles legit. Hallo, Fakaya. Ich bin nicht der Host, ich kann das Game nicht wicken. Nur der Host kann's wicken. 10 Münzen alle. Leute, wir müssen dafür sorgen, dass Sakaya letzter wird. Ja, finde ich gut. Yep. Hot Bob. Oh ja, das ist lustig. Da können wir so hart in einen reintreten. Ja, die Bombe darf nicht in deine Hand kaputt gehen. Genau, catch B, afro. If you don't press B. Wenn man das im richtigen Moment fängt, dann kann man die auch mal direkt weiterwerfen. Mit B. kannst die behalten. Ich will die nicht. Ja, nicht! Ja! Ja! Alles richtig. Das ist halt wirklich einfach 3 gegen 1 gerade nur noch. Kann man überhaupt ziehen, in welche Richtung man schmeißt? Ja. Kai? Wie? Hast dich gefangen. Dann lasse ich die nur fallen, dann explodiert die nicht. Das ist ja vollkommen dämlich. Nein! Ja! Sieg für den Affen! Aber meine Münzen! Aber meine Münzen! Ja, du hast verdient, du hast geschummelt. Du hast meine Münzen verdient. Ich mach bloß. Legitim, ich noch mehr. Man darf bei diesem Spiel halt nicht vorher nicht urteilen, ne? Es kann sich so viel ändern innerhalb einer Runde. Muss mal kurz warten, klingeln. Ja, es kann sich vor allem besonders viel ändern, wenn einfach alle in einen reintreten. Das ist auch witzig. Ja, genau, wahrscheinlich weiß ich das, ey. So, einfach laufen und springen. Ja. Wenn runterfällst, hast du verloren. Und man muss, glaube ich, Erster werden. Als ob die sich bewegen! Nein, zu früh! Zum Glück sind alle so schlecht wie ich. Ja. Ich bin kaputt gesprungen. Ja, keiner kriegt was. Man läuft nur in eine Richtung, aber nein, man bewegt sich in 100 verschiedene Richtungen. Nein, du kannst den goldenen Mushroom klauen. Nein, sowas doch nicht. Das hat die sowieso vor. Ich hab gehofft, einer kauft eine. Es wird doch eh nur in mich reingetreten. Es ist egal, was ich mache. Du hast einen Stern?
Ey, da ist schon mit der Nächste! Hier, was schummeln die alle? Ey, es hat die bescheißen! Schade, du hast 69 Coins. Finde ich witzig. Ey, Sunny, die bescheißen! Ist das wirklich so? Ah, das war jetzt. Mach die Cheatcodes aus! Keine Scheiß. Er hat mir meinen Mushroom geklaut und er hat einen Stern gefunden. Das war legitim mit dem Mushroom, das durfte er. Mit dem Mushroom sage ich nicht wegen, aber es kann doch nicht sein, dass die beide einfach am laufenden Band diese Blöcke findet. Ja, und dann ist dann beide noch ein Stern. Nächster Stern. Oh, der ist ja relativ nah. Oh no, der ist direkt hinter mir einfach. Und vor allem, wenn du dran vorbeiläufst, kriegst du auf jeden Fall Bowser. Der klaut ja Münzen. Der Baby Bowser. Komm, find auch noch einen Block. Komm, bescheiß auch. Er bescheißt auf andere Art und Weise. Er kriegt ein gratis Item. Ja, das nehme ich gerne mit. Kannst du bitte den Handschuh holen? Ich will das Duellspiel bei diesem Samet mal sehen. Aber dann greif einen von denen an, die bescheißen. Greif Shining an, er hat nämlich genug Münzen. Du kannst eh nur den Betrag holen, den du hast, ne? Und vergiss nicht, ich kann denselben von dir holen. Du hast. Ich hab nicht so viel. Ja, deswegen kann ich ja auch hingehen. Ich kann einfach die maximale nehmen, die du hast. Ah, das wieder! Oh nö. Ach nee, das hatten wir doch schon im ersten Teil. Sunny, Team? Okay. Oh, hier sind Hügel! Da kann man ja Anlauf nehmen. Leckt. Oh no. Ich mach mal sicherheitshalber einen Zwischensprechestand. Du weißt schon, dass das Spiel im Hintergrund weitergeht, oder? Oder? Nee, jetzt ist wieder stabil. Ich wollte sicherheitshalber gerade abspeichern, Leute. Das habe ich rausgeschnitten, weil das gerade ultra geleckt hat. Auf den Bescheißer! Auf den Schummler! Nee, nicht den! Auf das blöde Reptil! Jetzt fall doch runter! Ich tanze auch so lange um dich rum, dass keiner von uns fällt. Da habe ich auch kein Problem mit. Fall runter! Leute, die betrügen, haben runterzufallen! Das musst du gerade sagen. Du bist der größte Betrüger mit deinen 5 Sternen. Ich sag's ja, die sind immer noch salty von der letzten Folge, Leute. Die haben richtig viel Salz heute dabei. Ich mach das die ganze Zeit in dem Spiel. Ich tanze nur um euch rum. Damit wir uns schön gegenseitig zerstören. Also Tequila, Salz und Zitronen sind bereit. Gib Gas. Gebe ich Gas, habe ich Spaß. Ja, aber die anderen haben dann keinen Spaß mehr, wenn Mario Gas gibt. Ha! Da kann ich aber keinen Spaß mehr kaufen! Ich hätte auch eine Runde gewartet. Du kannst ihn dir echt nicht leisten, außer du läufst einmal im Kreis. Obwohl, da musst du ja nochmal 5 Münzen abgeben. Ach, hör auf. Ja. Heute nicht. Weißt du doch, wo du hin willst? Ach ja, du kannst da ja auch im Kreis laufen. Ach nee, brauchst du den Schlüssel. Er geht zum Bowser. Ich wollte gerade sagen, wenn jetzt wieder so eine Kiste auftaucht, ne? Ich werd noch einen zwei. Ja! Nein, du bist hier der Hacker. Zum Glück nur Münzen. Wäre dir das Spiel.
ihr, weil ihr Sterne steht? Rausbekommt. Ja, der sich 30 Sterne leisten kann mit seinen ganzen Münzen. Also ich sehe die Zuschauer vor dem Video gerade sitzen, wie die sich einfach wegen unserem Streit einen ablachen wie sonst was. Ja. Ja. Und das ist vollkommen legitim. Beide Richtungen, in beiden Richtungen ist blau. Egal. Ich hoffe einfach, dass ich eine 1 kriege und die Kiste bekomme. Und dann irgendwie einen Handschuh oder so, den ich denn schön jemanden durchs Gesicht ziehe. Badadaba. Akaya, ich fordere dich zum Zauberer-Duell! Junge, ich hab doch nix. Du kannst um alle seine Münzen spielen. Ich hab doch nix. Es ist wirklich ein Zauberer-Duell. Mein Lieblingsfilm hat der Süße das Mushroom Atom in der Ordnung. Umba tells you and don't delay. Press A for the blue, B for the green and Z for the gray. Okay. A für blau, B für grün und Z für das etwas, was ich nicht lesen konnte. Der graue. Ja, immer schneller. Also das ist ein interessantes Duell. Okay, dann liegt vorn. Verdammt, den falschen gemacht. Ich habe auch einige falsche gemacht. Ja! Er ist der Zauberer. Ja, nimm ihn seine Münzen! Nehmen sie dir! Nehmen sie dir wie ein großes Mädchen! Ja! Freu dich wie das Mädchen, das du bist. Ja, ist das nicht so bei in den amerikanischen reichen Tussis, dass sie sich dann alles unter den Nagel reißen wollen, was ihm vor die Füße kommt? Immer den Schwächsten, ey. Immer auf den finanziell Schwächsten hier. Ich glaube, dass Kai sogar 3 unter dir war. Ja, also Arschbomben machen am höchsten Punkt, das hatten wir mal. Du musst springen und am höchsten Punkt Arschbombe machen. Und wer erst den Turm unten hat, hat gewonnen. Je höher du bist, desto härter geht das Ding runter. Da habe ich letztes Mal dominiert. Ja, weil wir das Spiel nicht begriffen hatten. Ja, Kai wird das gewinnen. Ich meine, dass er irgendwie gar nicht gewinnen, ob ich gewinnen wollte. Nein. Ja. Wenigstens kriegt der keine Münzen. Ja, warum nicht? Nicht der Kai, der andere. Und er darf Münzen abgeben. Ja, der nimmt ja nur 5. Er wollte nur den Pilz. Ja. Ich wollte wissen, was die Bombe bringt. Keiner hat eine Plünderkiste, also kann ich auch den Pilz nehmen. Ich kaufe mir eine Plünderkiste und nutze sie. Ja, wie denn ohne Geld? In der nächsten Runde kannst du dann eh erst in der nächsten Runde benutzen und dann habe ich meinen Pilz schon benutzt. Ja. Und es gibt sogar keine Kiste. Sunny! Willst du wirklich den Duell herausfordern? Du hast so viele Münzen, die ich wupsen kann. Oh boy! Aber erstmal kriege ich meinen Stern. Und verlierst ihn bei Bowser direkt wieder. Das wäre funny! Bitte nimm dir nur Münzen. So Karma. Bitte nur Münzen. Karma. Er verliert ihn sowas von. Nein, warum steht er so günstig für den da hinten? Jetzt muss ich erst recht den Duell-Glow machen. Jetzt verlierst du den Stern direkt wieder. Mhm. Nee. Kann ich nicht. Was ist Konten, Pontlack? Give me Coins. Ach, einfach nur ein Kampfminispiel, diesmal um 20 Münzen. Er kann nur gewinnen.
Ich hab nichts zu verlieren. Oder? Nee, wir haben alle 20 Münzen verloren. Akai hat einfach als einziger gar nichts verloren. Danke an die großzügigen Spender. Ey, du hast nichts bekommen. Du hast nichts bekommen, wir haben nur alle abgegeben. Das ist halt wirklich so. Du hast das Mini so, die gewonnen, Münzen kriegen wir beim Minispiel. Sunny, wir sind ein Team. Ihr seid alle gegen alle mich. Alle reintreten. Ich hol mir alle Münzen. Archer Rival. Oh. Irgendwas mit Bögen. Terrible. Oh! Er schießt auf uns. Nur die Tage. Haha, ich darf euch abschießen. Down to win. Rario, move left, right. Set arrow, shoot arrow. Und wir müssen uns einfach nur bewegen. Wir können uns gegenseitig blockieren. Nein! Ihr kommt hier nicht raus! Geh weg, du Bell. Hit other targets like Toadpoo und Baby Bowser, du Winner, Shelton, Akacha auf Coins. Ach, du kannst die auch noch abschießen und vorher noch ein bisschen Geld kassieren. Cash of Coins. Also du kannst bei den beiden auch noch Geld kriegen. Nein! Der Boo war mir im Weg. Ja, komm, schieß doch! Ja komm, baller doch! Na komm! Es ist so einfach auszuweichen. Junge, das ist halt einfach. Hier komm! Das ist einfach so dumm, dieses Minispiel. Ey, ich hab's ja am Ende doch noch gegönnt. Ich hatte so Glück, dass du nicht auf mich gegangen bist. Ich konnte mich 90% der Zeit nicht bewegen, weil sich Tod in meinen Weg geschoben hat. Ja, das Gefühl kenne ich. Das war bei Boo bei mir genauso. Es war schlau von ihm, die Dinger nicht abzuschießen. War eine Wegbehinderung für uns. Vor allem, ihr konntet halt auch nicht gegen die Dinger gegen. Sunny! Bevor das Duell heraus. All in! Bist du okay? Bist du sicher, dass du das nicht, Bro? Ich ziehe sie dir alle ab. Okay, von mir aus. Machen wir heute. Du wirst so schreien gleich, ne? Einer von uns schreit gleich. Einer von uns wird schreien. Zieh sie Shining ab. Mir egal. Ich find's nur lustig. Okay, Shining hat schon gewonnen. Sunny, ich danke dir schon mal für deine Münzen. Ja, das hast du gewonnen. Danke für deine Münzen! Sunny ist kein guter Magier, muss ich sagen. Er war ein guter, ich war nur noch besser. Hat dich nicht gemacht, er war nur besser wie ich. Danke für deine 40 Münzen! Alter. Oh, ich hoffe, ich kann einige Münzen. Sunny, in deinen Münzen, ich nehme darin jetzt ein Bad, ne? Ich hoffe, ich kann Münzen ansammeln und dann die Münzen von Yoshi holen. Alter, ich habe gerade so hart in Sunny reingetreten. Ja, hast du. Ja, das ist so sau. Und das Schöne ist, ich kann das jetzt nutzen. Danke, Sunny. Ach, leck mich. Junge, du bist so richtig, Sunny, ey. Warum musstest du verlieren? Ich konnte mich an beiden rächen. Warum? Ich, Akaya, halt's Maul! Er ist schuld! Ich werde dich bei ihm! Du hast verloren! Aber nein, das ist mit Peter! Ich habe zwei Leute diese Runde zerstört! Ich habe sie gebrochen! Ich weiß, was man Mittäter nennt! Ich bin direkt Mittäter! Aber nein, das Spiel ist gar nicht gerickt! Das ist gar nicht gerickt, das Game, nö! Ey, ich sag doch, in einer Runde kann sich sehr viel tun! Ich habe jetzt Ich hab mit einer Runde einfach zwei Leuten das Leben zerstört. Dem einen alle das Münzen geklaut und dem anderen habe ich den Stern geklaut. Das Game ist wieder. Das Game ist einfach wieder Shining geweckt. Also ich fand dieses Minigame gerade wunderschön, das Duellspiel. Meinst du nicht auch, Sunny? Sunny, war das nicht ein tolles Minigame? Total. Also deine Münzen machen sich wunderbar im Inventar, sie vermissen dich auch gar nicht. Haben sie gesagt. Du mich auch.
Kai macht die Big Plans. Okay. Ich gehe auf 2, dann kriege ich den Bienenstock safe nicht ab. Komm, Sunny, mach 1 und ich mach 1. Mach. Ich wollte eigentlich gerade einen Pakt mit dir schließen, aber okay, du willst Krieg. Den willst du haben. Ja, Krieg ist gut. Den Krieg, den wirst du haben. Wie man mit einer Runde einfach jeden Mann zum Krieg verleitet, ne? Es ist halt gerade gefühlt alles gegen mich. Nein, ich habe Sunny alle Münzen genommen und die habe ich ausgegeben, um dir alles zu nehmen. Ich konnte mir deinen Stern nur leisten, weil ich Sunnys Münzen kassiert habe. Ja, aber du hast in mich reingetreten und jetzt hat Sunny auch nochmal in mich reingetreten, nachdem er dir seine Münzen gegeben hat, damit du in mich reintreten kannst. So. Das heißt, Sunny ist doppelt schuldig. Viel Spaß, Shining, mit dem. Hi, warum hast du keine 2 genommen? So, jetzt kommen die Mindgames. Mal gucken, wer diese Mindgames gewinnt. Also ich sag's nochmal, die Zuschauer vor dem Bildschirm, die sich das jetzt im Nachhinein angucken, die lachen sich sowas von kaputt. Ja, was nimmst du? Kai kann nicht so dazu in die Bedulde schicken. Ja, ich hab ein Problem. Du hast so oder so verkackt. Würde das Ding sich halt schnell drehen, wäre das was anderes. Schade, GG Kai. Mein Games. GG. GG. Würde sich das Teil wirklich schnell drehen, dann wäre das komplett anders, das Minigame. Dann wäre es halt einfach Random Faktor und sowas hasse ich. Da finde ich das viel besser. Aber es ist so schön, ich habe jetzt 2 Sterne. Na, Kai, wie ist es so im Dreck? Ich trete immer in die Wunde rein. Ich muss da rein. Ich hänge irgendwo wieder hinten auf dem letzten Platz. Da gehörst du auch hin. Schnauze! Du hast mir gleich doppelt in den Rücken gefallen. Was heißt denn? Ich hab dir gerade ein Minigame in den Rücken gefallen, das andere war scheidungslos. Ja, mit deinem Geld. Also hast du, wie gesagt, mit Täter. Du hast das Geld für ihn angesammelt, damit er mich ausrauben konnte. Ich wollte ihm sein Geld klauen. Gut, ich hab doch vorher gesagt, ich will deine Münzen haben. Gut, ich muss sagen, ich hätte ja auch nicht gern geklaut dann, aber... Ich find's einfach so schön, danke, dass du mir diesen Stern spendiert hast, Sunny. Dass du so freiwillig deine Münzen... Wieso muss ich mit? Ah, shit. Ist doch gut für dich! Nee, ist es nicht. Doch, ist es! Oh, ist es. Was willst du eigentlich? Warum beschwerst du dich, ey? Shit, ich hab nicht damit gerechnet, dass er einen Yoshi mitnimmt. Oh, lecker, noch ein Stern! Der geht auf mich. Sie arbeiten alle für mich! Der Aufnehmende darf halt nicht verlieren, wie es scheint. Das Spiel ist absolut gerickt. Das kannst du keinem sagen, dass du das Spiel nicht rickst hier. Also innerhalb von 2 Runden habe ich einfach 3 Sterne bekommen. Ich mag die mehr mit der Tagnacht. Das war es eigentlich. Vor allem, den guckt ihr mal das schöne Piano da an, ne? Ich mag das Gameplay nicht. Das ist Mario 64 Piano, ne? Falls das einem aufgefallen ist. Ja, ich mag das gerickte Gameplay hier nicht. Nein, so gar nicht. Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Vor allem, was ich noch weniger mag, ist, dass Sunny einfach für... Training arbeitet. Ey, Kaya hat gerade viel mehr für mich gearbeitet. Was lernst du, Akaya? Dieses Spiel zerstört Freundschaften. Deshalb spielen wir das ja auch nur einmal pro Woche, sonst reden wir nie wieder miteinander. Also ich kann mich bisher nicht beschweren, bisher nur gewonnen. Ach, jetzt verliere ich eh. Das schon. Ja, jetzt. Warte mal, hatte ich nicht eine perfekte Geschwindigkeit gefunden irgendwann? Was war die denn nochmal? Gute Frage. Ich muss nur die Geschwindigkeit finden. Wir haben alle reingeschissen.
wie sie sich alle nur bekriegen. Es ist wunderschön, ich liebe es. Einfach durchdüsen. Ignorier die anderen. Die machen das ruhig und mit Bedacht. New Record! 8 Sekunden vor eurer Zeit! Bitte! 8 Sekunden vor der Spielzeit, du Dödel. Die erste Runde ist immer ein neuer Rekord. Da brauchst du dich nicht drüber freuen. Ich glaube, je nach Map ist das wirklich ein anderer Rekord. Ah, okay, stimmt. Das war eine andere Map, ne? Mhm. Bei der anderen war ja der vorherige Rekord irgendwas mit 33. Stimmt. Hätte ich auch geknackt gehabt. Die vorherige Strecke war länger. Also ich habe das Gefühl, dieses Spiel liebt mich einfach. Ist ja nicht einmal verloren, auch offscreen nicht. Und mich hasst das Spiel. Ich glaube, Sunny hasst es gerade noch mehr. Obwohl, Sunny, es gibt immer noch die Bonussterne, Leute. Nie die Bonussterne vergessen. Die kriege ich never. Hm? Die Bonussterne kriege ich never und ich verliere wegen. Und ich habe langsam begriffen, wie das funktioniert. Ihr müsst auf die Anzeige oben achten. Da geht so eine Wolke langsam nach oben. Ich glaube, der Wechsel ist so alle 5 Runden. Wir sind bei Runde 14 schon. Ist einfach schön, wie sie sich hier alle nur bekriegen. Man merkt, jeder will gewinnen. Jeder hat hier so richtig diesen Siegeswillen. Shining, niemand kann gewinnen. Du hast das Game gewickt. Ist halt echt so. Leute, liebe Zuschauer, hört doch mal, was die mir für Vorwürfe machen. Ach, das schon wieder, nur diesmal mit... Ja, ist einfach das mit dem Pilz, nur diesmal mit einem Hexer. Kann es sein, dass Shining auch letzte Woche alle Matches gewonnen hat? Ja. Ich will auch! Lasst mich! Ich bin einfach an Donkey Kongs Dixie abgeprallt beim Hochspringen. Ihr fliegt keinen Mann! Aber wenn Shining wirklich noch nie eine Runde verloren hat hier in diesem Spiel, dann ist das echt gerickt. Ich kann noch nichts dafür, ich verstehe das Spiel. Du hast es einfach gerickt, das ist alles. Ich kann hier nichts ficken! Doch, kannst du. Ich habe einfach nur Lack zur Abwechslung. Du ja. Und Lack, das sind zwei Wörter, die passen nicht. Eben, ich genau! Passe nicht zusammen. Ach, da ist er. Dieser Krieg, der hier herrscht. Zu Recht. Oh, nicht genügend Geld. Doch, aber ich habe schon ein Item. Ach, ja. Ach, warum nicht einer mehr? Ich hatte gerade eine 4, als ich da stand und ich wollte nicht nach links. Nehmen wir mal den Maschu. Wenn man jetzt auf ein und dasselbe Feld kommt, dann kommt ja auch ein Duell, ne? Mhm. Ich glaube, Akaya will ein Duell mit mir. Mit welchen Münzen? Ganz ehrlich, ich hätte auch AFK dann wenn gegen können, weil zwei Münzen die brauche ich nicht verteidigen. Wir haben beide keine Münzen. Also ich hätte dann noch mehr reintreten können, indem ich die zwei Münzen auch noch nehme. Ich hätte in dich reingetreten, indem ich deine Münzen nehme. Und im Nachhinein irgendwann nochmal deine Sterne. Die kriegst du nicht. Die ja. Eigentlich meine Sterne sind. Nein, die hast du mir freundlicherweise ganz höflich überlassen und hast ich überlasse dir nichts. Ich überlasse dir nichts höflich ohne Kampf. Ich liebe dieses Spiel. Shining, merk dir eins. Die Schulden, die treibe ich immer ein. Toad in a box. Was ist das? Ja, keine Ahnung. Toad in a box ist es. Remember to hit the spinning blocks. The first one to get 5 toad faces wins. Okay. Einfach nur springen. If you stop the block on a face other than toads, you won't be able to move. Times your jumps carefully. Achso, einfach nur 5 mal toad hitten, okay. Das ist wenigstens Skill. Wie schnell geht das? Wenn das schnell geht. Das ist ja ultra einfach. Wahrscheinlich wird es mit jedem mal schneller. Definitiv. Ja. Nein! Fuck! Nein. Nee. Wario ist gut! Wario ist gut! Ich nicht! Verdammt!
Autsch, ich wurde gematscht. Ich auch wieder. Ich auch. Aber alles ist noch offen. Ja. Ich bin rein. Autsch. Ich bin schon zu langsam in den zweiten Würfel. Aua, aua, aua. Junge, bei Stufe 4 dreht sich einfach viel zu schnell. Bei Stufe 4 ist es wirklich einfach nur noch Luck. Okay, ich habe auch geholt. Ich hab's geschafft. Ja, ich habe noch Donkey Kong im letzten Moment überholt. Bei Stufe 3 ist es auch Luck. Nee, bei Stufe 5, bei Stufe 5 kannst du es Luck nennen. Stufe 5 existiert gar nicht, dann hast du gewonnen, wenn du auf 5 bist. Letzte 5 Runden, Leute. Jetzt könnt ihr mir Münzen klauen. Meine nicht vorhandenen Münzen. Bitte, Superstar. So, für... Guck mal! Wow, das krieg ich doch eh wieder nicht. Du kriegst 10 Münzen. Aber ich werde doch eh wieder nicht gewinnen. Das haben sie doch vorher auch schon gesagt, dass und ich der Gewinner werde. Leute, vergesst nie, es gibt noch die Bonussterne. Ihr könnt darüber noch gewinnen. Ja, ja, du dein Mann. Das haben sie letzte Runde auch gesagt. Ich schlag gleich zu dir und schlag dich. Wirklich. Ich schlag in eine von mir auch rein. Mach ich. Ihr wisst doch alle nicht, wo ich wurde. Doch, weiß ich. Ich weiß es nur nicht, aber Buddy, der schlägt dich liebend gerne für mich. Sehr gerne, Akaya, sehr gerne. Vor allem auch in Mario Party 1 hieß es von wegen, Wario wird gewinnen. Und wie war es denn? Wie war es dann? Ja, du hast doch alle Bonussterne bekommen. Am Arsch! Sunny, dafür kannst du dich auf jeden Fall eine reinhauen, wenn du ihn das nächste Mal siehst. Da bin ich gerade vorbei, mach ich. Warum sind alle so feindselig? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, es gibt hier nur eine Person, die Salz rumstreut. Und die ist nun mal leider ein kleines, hässliches, grünes Reptil. Hä? Ich mach doch kein Salz. Also ich drück Salz in eure Wunden rein, aber ansonsten... Ja, sag ich doch, du streust Salz. Ich bin froh, dass der gerade nicht genug Kreuz hat. Ja, sonst werde ich ihn auch ausrauben. Okay. Hätte er mehr Kreuz, würde ich eine Handschuhe nehmen und ihn ausrauben. Wenn du es schaffst, oder er klaut dir alle deine Münzen. Glaub mir, ich klau ihm alle Münzen. Oh, ich weiß nämlich jetzt, wie das funktioniert. Das klingt für mich nach einer Herausforderung. Hol sie alle! Wow! Einer hat er nicht bekommen. Oh shit. Ich hab keinen Bock mehr. Das Spiel ist jetzt sowas von gerickt, wenn sowas passiert. Ja? Daran sieht man mal, dass Shining das Spiel gerickt hat. Eindeutig. Sowas von total gerickt. Gar nicht, wovon ihr redet! Wenn das nicht gerickt ist, was ist es dann? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Es ist Yoshi. Das Spiel mag mich einfach. Yoshi ist der einzig wahre Player hier. Das Spiel hasst Yoshi. Ist nicht Coins in dem Ding! Also wer da drauf kommt, ist reich. Ja, und das wirst wohl du sein. Nee. Weil du das Game gerickt hast. Richtig. Dass ich hier Veranschuldigungen mir anhören darf. Komm. Du hast doch schon vorhin das Geld aus dem Kackteil da bekommen. Hallo auf Shining. Ja, Abfahrt! Hallo auf Yoshi! Sind wir gerade zu blöd zu dritt einen runter zu schubsen? Oh nein, eigentlich nicht! Ich hab wenigstens einen mitgenommen! Mitgenommen hast du mich nicht, Luigi hat mich mitgenommen. Hauptsache, der kriegt die Münzen nicht, dass er sich einen Stern leisten kann. Also, ich habe so. Keinen kriegt gar nichts mehr. Komm, fall doch! Ich wollte das, aber dafür nicht lange lassen. Schade. Ich liebe sowas.
Also ich verstehe gar nicht, warum mir alle so feindselig mir gegenüber sind. Ich habe keinem diese Runde irgendwas getan. Ich verstehe. Nee, gar nicht. Ich habe keine Sterne und keine Münzen geklaut. Doch, hast du. Glaubt man dir sofort, wenn du damit zur Polizei gehst. Total. Battle Game! Ja, wir können da Kai nochmal alles abziehen. Ich hab echt gar keinen Bock mehr. Jetzt wisst ihr, warum wir dieses Spiel nur einmal die Woche spielen. Beim... Ja, ich weiß, nur außenrum. Wer am besten abschneide, kriege ich am meisten. Geil, ich bin direkt einfach raus, obwohl ich mich nicht bewegen konnte. Was ist denn passiert? Wahrscheinlich keine darf Ahnung. Er nicht teilnehmen, weil er keine Münzen beigesteuert hat. Ich darf halt wirklich einfach nicht teilnehmen. Ich habe mich Millimeter bewegt und bin dann einfach direkt runtergegangen von dem Kackteil. Ich glaube, Kai war besser als ich. Nein. Nein! Oh. 3 Punkte. 3 Punkte und ich hätte Kai geschlagen. Und das, obwohl mein Bild nicht sonderlich präzise war. Aber sind ja noch weniger präzise. Weil ich durfte halt nicht mal teilnehmen. Das ist halt wirklich einfach nur noch gerickt gegen mich, das Spiel. Ich durfte halt einfach nicht teilnehmen. Ich hab Minus gemacht. Kacke. Obwohl, Minus gemacht. Ich habe alles verloren. Ha! Verdient! Ich habe eine Coin plus gemacht. Sag mal, wer mal wieder alles verloren hat. Derjenige, der nicht mal mitmachen durfte. Ihr kriegt hier einfach Comedy vom Feinsten, meine lieben Zuschauer. Ja, du geiles Auge, ich darf dich nicht mehr benutzen. Aber jetzt wieder, was im Haus los ist. Ja, das interessiert mich auch mal, was bringt das Haus? Bisher hat das keiner genutzt. Da darf ich wahrscheinlich eh nicht rein, weil ich kein Geld hab. Oh! Schade, dass du die Lampe nicht leisten kannst, ne? Uhu. Nochmal die Lampe. Der bringt dich direkt zum Stern. Mach aber doch der. Ah, ja, Warplop. Stimmt. Ja, aber ne. Ja, geh nach rechts, da ist der Stern. Bei dem ein Battle-Game hat man wirklich gesehen, dass das Game wirklich mies ist. Ja, da war das Game wirklich dir gegenüber fies. Das will ich gar nicht abstreiten. Das fand ich auch unfair. Und dann müssen noch Sunny, Kai und du auch noch zusätzlich in mich reintreten. Hallo, was soll das denn? Die wollen doch eh schon alle in mich reintreten. Hä, wo hab ich hier jetzt nicht? Krängen-Game! Schade. Wenn ein Krängen-Game, da hätte ich schwitten können. Lights out. Good. You're the one. Ja! Lights out. Weglaufen. Yoshi, move vertical swing, horizontal swing. Ich muss euch einfach nur verprügeln. Das ist nicht fair. Wer will als erstes? Jetzt schon. Das war so klar, dass ich mal wieder erst. Ich dachte eigentlich, ich würde auf Yoshi, auf Donkey Kong zielen. Wo ist der? Das ist wieder ein gutes Beispiel für, ich bin schon am Boden und man tritt nochmal mich rein. Nein, lass ich mich tritt gehen. Ihn nicht! Leg! Nein, nein! Sorry für die Unterbrechung, Leute, Sunny ist aus dem Spiel geflogen. Und ich wurde durchgehend des Hackings beschuldigt. Das weil das auch wahr ist. Weil du wirst das wieder gewinnen. Ich hab einfach nur mal Glück gegeben. Ja, kein Guck, er kriegt den Münzstern. Er hat gerade 50 bekommen. Du hast alleine schon durch mich und Sunny mehr als 100 bekommen. Nein, von dir habe ich keine Münzen bekommen. Nein, du hast mich nur mit Boo mehrfach ausgeraubt. Ah, ja, da reicht. Ich hab dich einmal mit Boo ausgeraubt. So, was bringt das Schloss? Wenn you hear Reckless Law, oh, toll. Das ist wahrscheinlich das Ding, wo wir Bowser mit. Ja, natürlich tritt Bowser auch dann nochmal in mich rein, ey. Komm, jetzt raub mir nochmal alle Sterne, dann hab ich wirklich gar nichts mehr. Chance Time! 100 Star Present. Das passiert nicht. Da könnte er sich auf jeden Fall nicht beschweren. Okay, wir geben alle Coins ab. Guck mal, du leidest nicht als einziger. Sagen wir mal so, ich leide gar nicht, weil ich gar keine Coins hatte. Ja, guck nur, wir haben eigentlich drunter gelitten.
Naja, rate mal, warum ich nicht drunter gelitten habe. Wer ist nur schuld daran? Was war das Ding da ganz oben? Danke. Danke, Akaya. Du kannst nicht mal in die andere Richtung ausweichen. Ja, vielen Dank. Alle sind heute voll salty, nur ich nicht. Ich bin der Einzige, der nicht salty ist. Merke ich. Ja, weil du halt wieder garantiert gewinnst. Akaya, komm, wir müssen uns Münzen erarbeiten. Wir haben nichts. Merke ich mir, Akaya. Das kann ich zurückgeben, Junge. Kommt er jetzt nicht. Ich hab wegen dir einen Stern verloren. Unschuldig. Einfach nur A drücken, wenn ein Instrument im Fokus ist. Und wer die meisten Fehler macht, hat verloren. Komm, Akaya, keine Fehler. Ich will Münzen. Ich hab nix. Eigentlich müsste ich jetzt extra Scheiße spielen. Scheiße. Ständig sind alle salty. Hä? Getroffen. Ich weiß gar nicht, wo dieser Hass herkommt. Das ist eng. Oh, Akaya. Kriege ich jetzt etwa die dicken Moneten? Ich glaube nicht. Wow. Ey, wir haben beide ich habe euch einfach sowas gekostet. Kann Luigi mal mit irgendwie auf ein gleiches Feld kommen wegen Duell? Oh! Das war knapp. Nein. Nein. Eins! Ja, eins. Und ich hätte eine 2. Was passiert, wenn mehrere auf einem Feld sind? Ich glaube, dann kannst du dir einen aussuchen. Ja, möglich. Also die beste Aktion heute fand ich, wie Kai einfach das Auge aktiviert und mich damit vor den Stern schiebt. Ja, das war die schönste Aktion, die ich je gesehen habe. Die schlimmste Aktion fand ich heute war, wie Sunny einfach Shining 50 donated hat, damit er mich ausrauben kann. Ja, Fair, easy, was war das? Ich hab gesagt, dass ich All-In gehe. Ich hab direkt am Anfang gesagt, dass ich All-In gehe. Das hätte auch genauso gut andersrum laufen können. Sagen wir es mal so, aber Sunny hat auch schon da, wo er der langsame Modus war, schon richtig reingekackt mit den Pilzen. Tile Driver. Ich habe einfach eine gute Reaktionszeit. Ah, das schon wieder. Das hatten wir heute schon. Das war aber letztes Mal so knapp. Okay, ich fange oben an. Das erscheint mir logisch. Nein, warum hat es das mittlere getroffen? Okay, ich hab verloren. Ja, ich hab schon verloren. Nicht das, das mittlere sollte er nehmen. Verdammt. Das geht an Nakaya übrigens. Ja, nö, ich hab. Halt mich! Ich hab. Den ZL nicht gedrückt gehabt und deswegen verloren. Ja, mein Problem war, dass ich statt den rechts zu treffen, den in der Mitte getroffen hab und das hat mich Zeit gekostet. Verbindung wurde unterbrochen? Was? Ach, Sunny! Wir warten kurz. Wir werden hier Sachen unterstellt. Sunny ist wieder rausgeflogen. In der. Aber wir sind bei der letzten Runde. Also verarschen kannst du vielleicht deine Haustiere, aber uns nicht. Nein, die Haustiere sind zu klug dafür. Nee, da bin ich anderer Meinung. Du kannst schon mit Sunnys Münzen spielen! Rauf ihm die letzten Nerven. Ach nein. Doch, er soll mit 0 Münzen verlieren. Ach, das geht auch andersrum. Natürlich. Mach mal, hallo, ich will das Haus in Aktion sehen. Da waren wir eben, das ist das Ding, wo Bowser am Ende drin ist. Darauf würde ich meinen Hintern verlieren. Okay, ich setze das jetzt ein. Bei einer anderen mit Runde zum Verwetten kriege ich nicht mehr. Kannst du es ja selber machen. Kannst du ja jetzt mal da hochrennen. Zum Stern kommst du eh nicht mehr. Also hinkommen tue ich schon, aber ich kann ihn mir nicht leisten. Deswegen weiß ich auch nicht, warum du nicht zum Auge gegangen bist. Da brauchst du 10. 6.
8, 10. Da kann ich nochmal Tag und Nacht triggern. Ich könnte den Stern absperren. Das hätte eh keinen Sinn, weil Sunny sich den eh nicht leisten kann. Ja. 5, 6, 10. Lohnt sich auch nicht. Warum soll ich mir nochmal eine Kiste holen? 6. Ich habe von hier auch noch 10 Felder. So, 4, 5. Okay, von hier aus 5 rechnen. Ich kann Battle-Minigame auslösen. Oder Tag nach. Ja, ich mach Battle-Minigame. Ja, wenn du Glück hast, Hanni, kannst du dir den Stern dadurch leisten. Wenn du Glück hast. Raub mir schön nochmal alles. Ey, du hast doch dasselbe Glück jetzt nochmal. Jetzt steht nochmal alles offen. Jeder kann sich jetzt nochmal 10 Münzen arbeiten. 20 Nö. Münzen! 53. Der einzige, der nicht drunter leidet, ist Sunny. Ich glaube, ihr braucht nur auf den zweiten kommen und ihr hättet schon den Stern. Ich weiß halt nicht, wie da die Aufteilung vom Prozent her ist. Das kenne ich gar nicht. Ach, das Rennen vom letzten Mal. Wir suchen jetzt einen aus, das ist lackbasiert. Das ist komplett lackbasiert. Oh, nein! Wir müssen uns alle einen Charakter aussuchen und hoffen, dass der gewinnt. Oh nein. Wenigstens endlich mal was wirklich einfach nur lackbasiert ist, wo man nicht einfach rumricken kann. Warum werde ich nur immer noch beschuldigt? Ich sehe schon, ich darf nicht aussuchen. Irgendwie glaube ich, der ganz Dicke macht das einfach, weil Shining den hat. Beim letzten Mal hat der Buhu gewonnen. Ich glaube, das ist echt komplett Lack. Nein, hingeflogen! Komm, gib Gas, Junge, gib Gas! Gib Gas, Großer! Oder? Nein, ich hab mich abgemault. Slow and steady. Mein Guck mal, Sunny, du kannst den Ständer mir leisten. Muss jetzt nur noch da ankommen. Oh, kein Zweiter. Wer hat jetzt gewonnen? Wir waren ungefähr gleich schnell drüber. Genau, Shining ist Dritter, aber auch einfach nur, weil größer ist und sich eher drüber lehnt. Mhm. Natürlich kriegt er nochmal eine Bonusmünze, ey. Danke, Shining. Gern geschehen. Derjenige, der quasi nichts zu verlieren hatte von dem Kack. Du kannst, hat einfach nochmal 30 bekommen. Jetzt noch von den Dritten stoßen, Sunny, wenn du Glück hast. Du musst nur richtig würfeln, dann stoß ihn von den Dritten. Außer die Bonussterne richten. Also ich glaube mindestens eine 6 oder 7 brauchst du. Schau mal. Ich werde wieder Du brauchst eine 7 mindestens. Ja, eine 7. Komm schon. Ja! Jetzt müsstest du aus Versehen in die falsche Richtung drücken. Ja, dann. Ich werde definitiv keine Bonussterne kriegen, glaube ich. I'm so salty. Dafür wurde so doll in mich reingetreten, damit ich gar keine Bonussterne kriege. So, dafür Leute. Haben alle gesorgt, dass so doll in mich reingetreten Wer wird sich diesen Stern jetzt noch holen? Salty. Das ist mobbing, das ist genau. Ey, das ist so mobbing, dass er auch noch genau hinter ihm ist. Ich hab eh kein Geld. Das ist trotzdem gemein vom Game. Ich hätte jetzt ein 1 gegen 3 Spiel gefeiert. Mecha-Marathon? Kennen wir das schon? Ja, das kennen wir. Ja, das kennen wir. Da musst du den aufdrehen und je mehr du ihn aufdrehst, desto weiter fliegt der. Heißt einfach nur, du musst A und B gleichzeitig drücken. Und das öfters. Du musst die ganze Zeit A und B zusammen spammen. Da habe ich doch diesen Rekord da oben aufgestellt. Ich habe es im letzten Mal verkackt, weil ich das nicht richtig begriffen habe, wie man drücken. Komm, flieg, kleiner Kerl, flieg! Geil. Komm, bitte. Ich hätt ein alles oder nix Minigame mit Sternen und Münzen gefeiert. Komm, bitte! Bitte! Ja! Ich bin Nein. einfach so gut im Spam. Ja, ich glaube, ich habe sogar meinen Rekord getoppt. Um so einen Millimeter. Ja, ja um 2 Millimeter. Ich bin gut in dem Game. Das ist mein Game. Von Shining, das waren keine 2 Millimeter. 2 Yards. Amerikanische Einheiten. Ja, ich weiß nicht. Amerikaner haben keine Zentimeter. Die haben Füße. So, wer will die Bonussterne verlesen? Ich mach was. Now I reward the bonus stars. The following player shows one star excellent performance.
First is the Minigame Star. Does the award go to Yoshi? Nee, nicht bedingt. Das Battle Game hat eben hat Sunny 38 Münzen gekriegt. In Minigames. Da! Luigi! The Minigames goes to Luigi! Ja, kann ich noch. Kann ich zwar gerade nicht nachvollziehen, aber. Next coin! Okay, das könnte ich sein. Yoshi. Das könnte definitiv ich sein. Das ist Yoshi. Aber du liest trotzdem. Das könnte auch ich sein. Nein! Was? Die Bank hat mich gerettet, weil ich da 60 Münzen abgestaubt habe. 50. Oder 50 sogar? Ich glaube, Kai hat diesmal gewonnen. Jason, der Happening Star. Go to Yoshi! Aber du hast aber Kai ja noch auf dem vierten gedrängt, ne? Ja. Und Yoshi hat natürlich mal wieder gewonnen. Nein, Luigi hat gewonnen, er hat mir Münzen erzählt. To the Superstar. Now for the official announcement, the Superstar is... Oh, Toilet Trouble, the Wizard, Bowser is out wrecking Havoc. Wenn er jetzt Luigi ist, dann wissen wir es. Dann muss Kai aber auch vorlesen, was da passiert. Oh nein, ich will nicht. Oh. Los, lies vor, Kai. Are you okay? Oh, thank you. Ah, Bowser! Okay, den konnte ich so schnell nicht lesen. Oh, er hat den Blitzerrad. Ich dachte, der pulverisiert. Goldflare. It's you! Rivet. Luigi! Luigi! Rabbit. Hast ihn gerettet, Kai? Between! Magic is about. So schnell kann doch keiner lesen! Hocus Pocus, der Abracadabra! Hallo Kai, du musst vorlesen, er hat gewonnen. Komm Kai, mach ihn fertig! Robert, I remember this! So gefällt mir Bowser. Oh, thank you so much! Thank you! Dein Job, Sunny. Das war ein Tod. Ja! Ich dachte, er hat keinen. Nee, ich hab nicht gewonnen! Tod bist immer du! Ah, das ist super! Hey, das ist zu spät! Ja, aber du bist Superstar! Och, und nur durch die Bonussterne. Ihr seid echt so nur, weil ich Bonussterne hab. Hey, jetzt will ich aber mal die Statistiken sehen. Nicht nur du. Ne! Okay, die Sterne, hier war ja klar. Kai hatte mehr Münzen als ich. Er hat 20 Münzen generell mehr als ich gesammelt. Und wesentlich mehr Minigames gewonnen. Du hast bei dem Kampfminispielen, glaube ich, mehrmals gewonnen. Guck mal, bei dem blauen Panel hättest du zum Beispiel den Bonusstern gekriegt, Akaya. Ne? Und bei roten hätten ich und Sunny uns geteilt. Warum? Fragezeichen habe ich ja bekommen. Ausrufezeichen ist keiner draufgekommen. Bowser hätte ich bekommen. Battle Space hätte ich bekommen. Kissen hätte Kai bekommen. Bank auch. Ja, er ist zweimal draufgekommen, ich bin einmal draufgekommen. Ja, interessante Statistik. Jo. Ich hätte nicht gedacht, dass Kai uns so hart bei den Minigames abgezockt hat. Ich dachte, das wäre anders gewesen. Na gut, bei manchen haben wir ja weniger gekriegt, ne? Hm. Na gut, Leute. Ich würde sagen, das war's dann für heute. War doch wieder eine lustige, interessante Runde. Meine Winstreak war 3 Runden hintereinander, also 3 Folgen. Ich bin glücklich. Sie können nicht mehr überhaupt nicht Wiki hier alles, weil ich hier nicht schon wieder gewonnen habe. Und ich wurde auf meinem Weg zur Winstreak denn auch einfach nochmal komplett in den Boden getreten von Shining, von Sunny, von Kai, von allen. Und Joey, was habe ich getan? Ich habe dir doch nichts getan. Ihr habt mir alle alles getan. Ihr habt mir alles genommen, was ich je hatte, außer den einen Stern, den ich noch habe. Ach, eine wunderschöne Zeit war das heute. Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!